Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eduard The Lonely Man. Servus, schön, dass ihr wieder mit am Schlüssel seid. Pünktlich zum Mittwoch, wieder 18 Uhr am Start. Ja, wie immer gewohnt, ne? Und ich will nicht lang schnacken, guckt es euch an, dieses Übel. Wir gucken, wie Eduard reagiert. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst das Däumchen da. Emma. Was ist das? Ein Frontlader mit Schaufel. Das sehe ich selber. Hast du mal gesehen, wie dieser Frontlader lackiert ist? Das sehe ich ja von hier, dass es im Auge weh tut. Ja, aber das weiß ich ja. Er hat nichts anderes mehr da gehabt, außer den Vorführer und leider nur in der Form. Wir könnten den umlackieren lassen, aber das kostet halt wieder was. Ja, nee, vielleicht hättest du vorher mal die Brille abnehmen sollen, Emma. Das ist noch eine Sonnenbrille, der kann ich dir drehen. Nee, das hat er damit nichts zu tun. Da ist die Welt vielleicht für dich nicht so rosa-rot, wenn du bei dem Typen bist. Was ist denn das? Das ist doch, das ja. Kann man sich doch nicht. Guck dir das doch mal an. Ja, ich kann ihn auch zurückbringen. Na, nee, jetzt müssen wir die Scheiße halt so nehmen, wie es ist. Können wir bloß hoffen, dass der Lack schnell abblättert. Das Blöde ist, der hätte erst in 6 Monaten wieder einen gekriegt. Ach. Ich hab mir gedacht, du wirst jetzt nicht 6 Monate auf den Frontlader warten können, oder? Nee, nicht unbedingt. Aber 6 Monate Lieferzeit, das ist doch Humbug. Ah. Was kostet uns der Schwachsinn? Das hat er jetzt nicht gesagt, aber 3000 Euro hat er mir Rabatt draufgegeben. Aha, ja gut, ist ja schon mal besser als nix. Gut, Emma, pass auf. Ich muss erstmal kurz eine OKF machen gehen. Pass auf, du räumst erstmal hier auf, ja? Und dann kümmerst du dich mal bitte um unsere Ländereien. Und zwar, es ist ja die 43, ja, da musst du mal gucken, da will ja dann auch noch, soll ja dann auch noch das LU kommen und so, da guckst du mal bitte, wie das ist mit den Anwälzen, weil das muss ja auch alles dann noch gleich mitgemacht werden, ja, dass das Hand und Fuß hat. Okay, hast du da im Bluetooth schon angerufen, oder was? Ja, das habe ich mit ihm damals schon abgesprochen, dass da auch noch angesät wird und alles. Okay, passt. Ja, da guckst du bitte, dass das alles Hand und Fuß hat und wegen Anwälzen. Wenn wir keine Walze haben, dann guck bitte, dass du bei deinem Lover... Ne, dass du da was ordentlich organisiert bekommst. Ich probiere mal Glück, ja. Danke, gut, bis dann. Tschüss. Ja, ich weiß, ich bring dir ja so ein Lied eines Scheißding an. Ich glaube, mein Schwein pfeift, wenn ich jetzt hätte. Ich fall vom Glauben ab hier. Mann, Nomena, du ist nicht wahr. Es ist jetzt. Ja, häng mal die Scheiße ab hier. Die brauche ich jetzt nicht hier. Ich könnte jetzt. Könnte ich auf Strahl kotzen. Ma. Ja, ich war sein. Ja. Habe ich nicht noch so eine lilane Fitsche Mitzel hier auf der Seite stehen? Ja, dieses Drecksding? Nee, jetzt habe ich schon noch so einen Frontlader in lila. Oh, nee. Irgendwann sind meine Hühner auch noch lila angespritzt oder was? Aber ich war sein. Oh, gut. Ruhig muss erstmal. Jetzt fahren wir erstmal schön genüsslich zum Runterkommen. Erstmal schöne OKF. Ja, alles klar, gegen Unkraut müssen wir auch spritzen. Aber ich stehe mal gleich mal anrufen. Soll die bei ihrem Lover da ja mal. Ja? Emma! Ja, bitte. Hier ist der Eduard. Hier, du pass mal auf, wenn du dann bei deinem Lover bist, ja? Wir brauchen noch eine Spritze. Wie groß? Naja, also, muss jetzt nicht explizit groß sein. Reicht halt mal was Günstiges. Guck mal, vielleicht hat er ja auch was Gebrauchtes da. Und bitte! Ja. Wenn's ja, geht. Schwarz. Danke. Ja, und das Spritzmittel gleich mit dazu organisieren. Dann guckst du mal, dass du Feld 1 dann noch spritzen kannst. Hab ich gerade gesehen beim Vorbeifahren. Jo, mach ich sofort. Alles klar, ich danke dir. Mann, du. Aber ich war sein. Nee. Ich fass es nicht. Was? Nee, ich werde darüber nicht fertig. Gut, fahren wir erstmal zum LU, klären das nochmal ab, dass das ja klar geht hier. Ja, gucken wir erstmal, was da so los ist. Ach, so eine OKF ist wirklich ein bisschen entspannt. Ja, da kann man mal durchatmen. Ah, kann man mal in Ruhe fahren. Muss ich über nichts Gedanken machen. Ja gut, vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so sehr. Gott, regt mich die immer auf. Mann. Also wenn sie ein Mann wäre, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich sie schön mal anpacken und mal ja schütteln, ja, einfach mal schütteln. Was steht denn hier von der Maschine, oder die Welt weh? Ja. Was ist denn hier, warte mal, das sieht da aus, ja.
Wisst ihr nicht? Oh, warte mal, da kann ich doch gleich mal her. Ach komm, Scheiße. Fahren wir jetzt mal bitte in Kraut hier. So, machen wir Wandlinge. So. Machen wir mal rein. Dann machen wir das gute Gefährt mal aus. So, bin jetzt hier. So, also Kevin, du schaffst das dann gleich auf dem Hof. Da steht so ein großer grüner Container. Ja. Da gibst du das rein. Das ist so eine Hackschnitzelanlage. Da kannst du das. Wird das schön klein gemacht und dann können wir das schön in unser Biogas schmeißen. Großer grüner Container. Genau, klar. Großer grüner Container, ist nicht zu übersehen. Jo, passt. Guten Tag. Arsch. Guten Tag, Eduard. Hallo. Guten Tag, Herr Oberbillig. Hallo, Rotkäppchen, da bist du mal. Herr Blüte von Dabels. Ja. Wie können wir dir helfen, Eduard? Ja, ich war jetzt gerade auf dem Weg zu euch, ja. Ich wollte einfach mal gucken hier. Und ihr seid ja mitten hier in der Rühmernde, wie ich das sehe, wa? Ja, genau. Ich wollte nur mal irgendwann raus. Naja, das ist ja richtig, aber ich wollte auch mal fragen, du Herr Blüte, wie sieht denn das aus mit Feld 43 bei mir beim Ansehen? Steht das noch? In der Mache. Also, Kevin, das sollte mir bloß kurz am Anfang hier noch ein bisschen helfen. Ja. Dass ich hier erstmal ein bisschen Bahne machen kann und dann wird er dann gleich zu dir losstürzen. Was willst du machen? Plane? Bahne. Was willst du mit Plane? Warte mal, wieso? Willst du dir irgendwas zudenken mit Planen oder was? Nein, Eduard, ich will Bahnen machen. Also, warum sagst du dann Plane? Das hast du vielleicht bis so verstanden. Nein, willst du sagen, ich höre schwer oder was? Müsst du vielleicht das Hörgerät mal wieder neu einstellen? Ich brauche kein Hörgerät, Herr Bluthof. Okay. Vielleicht dann brauchen Sie neue Wellen. Neue Wellen? Dauerwellen. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ich muss langsam mal wieder zum Friseur. Wer angedacht, der Pony hängt langsam tief. Ja, das ist dann immer so, aber wir wissen doch, wie das ist hier. Keine Zeit und ach, alles schrecklich. Nein, ich finde da immer Zeit, zum Friseur auch richten zu gehen. Verstehen Sie? Ja, ich werd auch mal wieder Zeit finden. Das denke ich auch. Nein, neue Löckchen reindrehen. Aber Herr Blüte, Sie haben dann auch noch auf dem Schirm, ne? Da soll noch mal Hafer drauf. Ja, ne, das kriegen wir hin. Ach. Das machen wir alles. Okay, wunderbar, wunderbar. Ich habe gesehen, Herr Blüte, hier vorne hier an der Seite, da steht auch so ein schickes Gefährt. Was ist denn das? Das ist eine Einzelkornsaatmaschine oder was? Das ist eine Einzelkornsaatmaschine, genau. Hey, damit wollen wir Mais legen. Das ist ja ein Riesending. Warum betont Sie den Mais so? Das ist ein Sprachfehler. Mais ist eine sehr schöne Frucht. Achso, wissen Sie auch den lateinischen Begriff von Mais? Tatsächlich nicht. Ich hatte leider kein Latein in der Schule. Das lernt man doch aber in der Ausbildung. Heutzutage nicht mehr. Ne, passen Sie auf, lernen Sie was fürs Leben bei mir. Der lateinische Name für Mais ist Cea Mais. Wird bloß anders geschrieben. Cea Mais. Cea Mais. Okay. Muss ich mir mal merken. Merken Sie sich das mal. Schreiben Sie am besten das Handgelenk. Genau, das mache ich. Ist immer gut, sowas zu wissen. Das ist sehr gut. Sehen Sie, könnte ich Ihnen auch mal was beibringen. Das ist schön, Gut, wunderbar. Naja, dann passen Sie auf, wenn das soweit klar geht mit dem Feld, dann ist ja alles schick schön, ne? Und da kann ich ja erstmal weiter, weil ich muss jetzt erstmal ein bisschen die Felder angucken, ne? Und also, Sie wissen ja, Sie kennen das ja, ne? Ja, ich kenne das. Alles gut. Deswegen, gut, dann frohes Schaffen noch, ne? Ich bin da erstmal wieder weg. Aber hilf, ne? Bis später Spaß. Dann. Ja, danke. So. Ja, ganz bei denen. Da war ja halt wirklich mal freundlich. Das Pushkind aber wegmachen hier, ist ja ekelhaft mit einer Einfahrt. Ja. Ja, so, jetzt mal wieder rein, ja, Wandlinge aus. Wem weiß, nee. Oh, wunderbar. Da weißt ja nicht, wie der lateinische Begriff für Mais ist. Ich glaube, mein Schwein verheilt schon seit der Mann nur wieder. Das weiß man doch. Ja, Mais, Mensch, das weiß doch jeder. Ich war sein. Frag mich, was die Jugend heutzutage noch in der Ausbildung lernt. Ne? Geht auf keine Kuh aus hier. So. Winkt man nochmal freundlich. Ja, wink. Ja, so. Und dann weiß ich viel, du. Ein schönes Geschoss, du, mit dir haben. Ja, gut. So wie dazu. Jetzt werden wir aber gleich nochmal selber beim Händler vorbeifahren. Weil wenn die Emma jetzt dort was bestellt hat, ja. Und der hat das wieder nur ein Lila. Oder die machen das wieder nur ein Lila. Nee, da muss ich auf Nummer sicher gehen. Da muss ich jetzt hinfahren, das muss ich prüfen. Sonst treibt die mich noch ins Grab, kriegst du noch Herzkasper. Na ja, ich war sein hier. In Lila. Ein Frontlader in Lila. Nee. Steht das nicht. Geht mir absolut nicht in den Kopf, sowas.
Fred. Kommen wir langsam schön ins Dorf rein hier, dann passt das schön. Was sind das eigentlich für graue Dinger hier? Was ist denn damit eigentlich? Ja, keine Ahnung. Will mal Herr Müller fragen, wenn er wieder da ist. Vielleicht kann der mir dann was erzählen. Ja. Aber ja, im Prinzip ist schon recht idyllisch, ne? Das Dorfleben, ja, grüß dich Gott, ne? Servus. Ja, ist schon schön hier, ne? Ja, das sagt Fuchs und Igel sagen sich gute Nacht, ne? So, hier steht nochmal so ein komisch grüner Starkasten. Was ist denn hier los? Was sind denn das für lange Dinger? Ah, Fragen. Ah, gut, kommt keine Sau, kommen wir rum. Wunderbar. Ah. Ja. Ach, mit Bewegungssensoren. Nein, ich sag mal so, die neue Mutschentechnik, die ist schon schön. Ne? So, scheiße, wo stellen wir uns jetzt hier hin? Ist ja alles voll hier. Aber wenn ich mich jetzt hier, wenn ich den Wind hier neben den schon dir stelle und den dann einfach mitnehme, das fällt ihnen doch nicht auf, oder? Hm. Ja. Naja, wir wollen es mal nicht auf die Spitze treiben. Da. Ja. Ah. Emma, schau mal hier, die Walze hätte ich für euch vielleicht. Liedern was, aber die Farbe stimmt ja noch gar nicht so, ne? Hör jetzt bitte auf mit Liedern, das ist ja... Das, ach, ist war ja... Das war doch wunderschön, oder? Alter, das war kriminell! Aber er hat sich doch bestimmt gefreut, oder? Dass das eine schöne Farbe ist, gell? Wenn ich Mann gewesen wäre, hätte es gescheppert, Junge, so schaut's aus. Was? War so schlimm? Das ist aber auch... Herr Finker? Wo kommen Sie denn her, bitte? Hallo! Wo kommen Sie denn her? Ja, wo komme ich her? Hallo Herr Becker. Wahrscheinlich vom Boden hier gerade. Sie kamen so angeschlichen, ich hab's das gar nicht mitbekommen, dass Sie hier sind. Ja, können Sie mal sehen, ich bin flink. Sie sind Flinkman oder was? Ja. Ach, meine Güte, aber Sie haben ja schon mal Ihre Maschine entdeckt, die ich für Sie organisiert habe. Ja, die neue Pilzsuchmaschine. Genau, die neue Pilzsuchmaschine. Ah. Können Sie sich die schon mal anschauen? Ich muss mal eben die liebe Emma noch bedienen, weil die möchte noch eine Walze haben. Da kriegst du aber mehr wie 10 Pilze aus dem Wald mit dem. Ich bin gleich... Ja, will ich hoffen. Ja, wie gesagt, wenn du die mitnehmen willst, kannst du das gerne machen. Na bitte, du lässt die Farbs blau, gell? Na, natürlich. Ich habe ja auch keine andere. Von die daher... Die Maschine warst du da irgendwo? Die Sämaschine habt ihr? Ach, Eduard! Ich grüße Sie recht herzlich. Hallo. Ja. Gut sehen Sie heute aus. Danke. Ja, gern. Danke. Wenn Sie meine, was Sie tun hier? So viel Besuch heute. Meine Güte, weiß ja gar nicht, um wen ich mich hier zuerst kümmern soll. Ja, warum sind Sie denn so nervös? Wissen Sie was, Herr Weber? Ja, wenn Sie meine Söhne wären, Mensch, da hätte ich sie sogar Junior genannt. Ja, das ist aber... Ja. Ich muss mal kurz auf Toilette. Was hat er denn jetzt? Emma. Ich glaube, jetzt hat er Schiss. Emma. Oh, ah. Wenn das wird... Emma, was macht der denn? Der guckt, ob das Ding Pilze findet. Was ist denn das? Was ich so mitgekriegt habe, das war, ist, glaube ich, seine neue Pilzsuchmaschine. Also mit dem Ding ist er Halleluja. Was Pilz? Ja, Scheiß. Herr Becker! Eduard! Ja. Ja, was ist? Herr Weber? Ja, ich war gerade nur kurz auf Toilette. Ja, das war dringend. Herr Weber, können Sie sich mal ganz kurz drehen? Können Sie mal ganz kurz Richtung Mähdrescher schauen? Mähdrescher? Ich hab keinen. Ne, da hinten an der Werkstatt. Da hinten an der Werkstatt. Gucken Sie mal genau in die Richtung. Nächstes Jahr hier bleiben. Ach so. Sagen Sie das doch. Passen Sie auf. Sie bleiben hier, Sie drehen sich mal. Nee. Doch. Nee. Emma, stell dich mal bitte in Blickrichtung von Herrn Becker. Von Herrn Weber. So, jetzt gucken Sie mal bitte die Emma an. Ja. So, genau. Bleiben Sie genau so stehen. Au! Eduard? Und? Ja, bitte. Du bist aber von einer Seite selber schuld. Ich glaube, das war wegen der Farbe. Gibt's ja nicht. Nein, das war nicht wegen der Farbe. Sie hatten eine unglaublich große Spinne. Gucken Sie doch mal her. Herr Weber, ich glaube, da ist ein Reifen geplatzt. Irgendwas hat er gerade volle Möhre reingehauen. Das war... Oder... Müssen wir mal schauen, nicht, dass da hier gerade irgendein Schlauch geplatzt ist. Naja. Meine das Güte. Da ist nichts geplatzt, Herr Becker. Glaube ich nicht. Okay. Ja, dann mache ich weiter. Aber Eduard. Ja. Was ist denn los? Sie sind heute so aufgeregt.
Ja, ich bin nicht aufgeregt. Und dann auch noch so aggressiv. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Herr Becker, warten Sie gefälligst. Wir wissen, was das für ein Ding ist. Sie müssen sich einfach mal ein bisschen beruhigen. Kommen Sie mal runter. Ich bin unten, Herr Weber. Immer ganz entspannt. Herr Weber? Ja? Wollen Sie mit mir jetzt hier Yoga machen oder was? Vielleicht wäre das für Ihre Nerven ganz gut. Die sind gut. Herr Weber, ich würde Sie bitten, ja, wenn es mit der Walze bei Blau bleibt und so, ne, weil Blaukraut ist Blaukraut und Rosenkohl ist Rosenkohl. Ja, gemeint, wo es da hinsteht, könnten wir mitnehmen. Was denn, wo denn? Was? Da, die Blaue. Die Blaue? Hier, ja, genau, die hier. Ach, kostenfrei oder was? Ja, das ist um ja super. Um Gottes Willen. Emma? Aber die Hälfte vom Preis machst du schon. Emma, hast du Fieber? Nee. Hast kein Fieber? Nee. Ja, dann ist gut. Okay, passt. Und dann brauche ich bitte noch einen Düngestreuer mit Dünger. Habt ihr doch. Emma? Ihr habt einen Düngestreuer. Ein Fungizid, also hier, ne Quatsch, Herbizid, Mensch. Eine Spritze, hab ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da was da habe. Müssen wir mal einmal kurz hinschauen, eventuell bei den Gebrauchtgeräten. Ja, aber da bitte gucken wir nicht mal. In lila. Ja, um Gottes Willen, ich habe eigentlich fast gar nichts in lila, aber aha, dass der Frontlader in lila war, das war ein reiner Zufall. Aha. Schaut mal hier, ich habe hier noch eine gebrauchte. Ach ja, eine Hardy. Eine Hardy, genau. Ich denke mal, die reicht für deinen Betrieb, oder, Eduard? Ach, die reicht, Digga. Also kann man sagen, also die Hardy-Spritze und die Walze noch dazu und das alles zum halben Preis. Nee, da haben wir wieder was falsch verstanden. Emma. Machst du bitte halben Preis? Bitte. Nein, Eduard, wir sind hier nicht bei oberbillig, ne? Also, du musst das klappt doch, immer noch nicht. Herr Weber, die Frau Bernstein spricht mit Ihnen. Die zwingert Ihnen gerade ganz genüsslich zu. Gucken Sie doch mal. Du musst es bitte, mach einen guten Preis, weil du hast mal lila Auto angedreht. Ich gebe 10%. Ich glaube, das ist mehr als fair. Nee. Normal gebe ich nur 3 bis 5. Also 30. 10%, nein. 30. Immer 40. Nein. 35. Gut, ihr kriegt nichts. Hallo? Herr Becker! Emma, wenn du an deinem Job hängst, 35%. Herr Becker! Hallo! Das ist dein Problem. Denk an das lilane Scheißding. Zahlender Kundschaft. Ja, bin gespannt. Die sind nur am Falschen. Die wollen 35%, Herr Becker. Können Sie das glauben? Die sind nur am Falschen. Ja. 35% ja, bei Ihnen, aber volle Möhre. Ja, das finde ich auch. Ja. Das ist unverschämt. Oh, ich glaube, jetzt wird privat. Ich bin hinter. Ja, ich bin da auch mal. Herr Becker, ich komme mal mit mir. So. Oh, ich glaube, aber hier haben die was falsch gemacht. Ja. Ist ja andersrum. Oh nein, muss ich halt jetzt reklamieren. Eduard? Immer das jetzt so machen, wenn das passt. Was? Wie Eduard? Sieht aus wie Eduard. Oh nein, jetzt muss ich mir doch mal Gedanken machen. Ich hab einen guten Tag, Eduard. Aha. 25% am heutigen Tag ausnahmsweise. Aber die Emma sagte zu mir, ja, wie bei sie und die Emma, und da kriege ich das jetzt für 35. Kann mich auch wieder umdrehen und gehen, dann gibt's gar nichts. Aber sind die denn so? Oh, Emma, also dann kann ich dir, also Emma, dann kann ich dir nicht das Glück zusprechen. Also dann, also Herr Weber, dann tut's mir echt leid, was die Emma sich für sie überlegt hat, ne? Für am heutigen Tag, das ist ja. Oh, ne. Ich glaube, da brechen sie ihr das Herz. Ja, gut, aber ich sag mal so, dass sie so eine Schlange sind, ja? Dass sie so eine krumpuckelige Wissenschaftsschmugglerspende sind, ja? Aber jetzt schauen Sie mich doch an, ich muss mir doch auch noch mal das Brot kaufen. Ja, ne, das können Sie doch dreimal, ne? Aber gucken Sie mal, wie sie die Emma jetzt in Deutsch, gucken Sie mal, die verdrückt doch schon 3 Tränen. Ja, ich glaube eher, Sie verdrücken 3 Tränen. Ne, die Emma, gucken Sie doch mal genau hinten, hinter der Brille. Martin? Ja? Sag mal, eventuell 30% und wir gehen Abendessen mit Kino. 30? Du weißt, aber ich muss auch von irgendwas leben, ne? Also, der ganze Spaß finanziert sich ja nicht von allein. Bitte. Ausnahmsweise, aber nächstes Mal, dann beruhigst du den alten Mann mal ein bisschen, ne? Er ist eh noch ruhig.
Wunderbar, alles klar, ich danke. Ja, ich kenne dann schon mal die Weizen. Alles klar, ja. Emma, ne, Emma, wiedersehen. Bis mach's gut. Wunderbar, so. Geh mit Gott, aber geh. So, wunderbar. Was, meine, ich jetzt, oder was? Nein, Eduard. Meine lieben YouTuberinnen, was? Wenn das mal nicht gut läuft für den Eduard, schreibt gerne in die Kommentare, wie es für euch war. In diesem Sinne, tschüss und ciao.